ihr lieben Maikuchi-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Henriette aus dem Kahlenberger Land. Ich möchte euch heute jemanden vorstellen, beziehungsweise etwas, nämlich unser neues Milchtaxi. Das ist unser neuer Mitarbeiter und damit werden wir jetzt zusammen die Kälber tränken. Ihr fragt euch bestimmt, warum haben wir in ein neues System investiert, die Kälber zu tränken? Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, bisher haben wir ja mit Eimern die Milch zu den Kälbern getragen. Und das ist eigentlich auch schon der erste Grund, dass es einfach körperlich nicht so sehr anstrengend ist, wenn ich die Milch mit einem Milchtaxi befördern kann. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, denn unser Milchtaxi hat auch ein paar ganz besondere Fähigkeiten. Das erste Besondere ist, dass unser Milchtaxi Dosierstufen hat. Das heißt, ich kann den Kälbern, ihr könnt es auch sehen an den Farben, je nach Größe, Gewicht und Alter bekommen sie unterschiedliche Milchmengen. Und damit das immer einheitlich ist, kann ich das hier am Taxi voreinstellen. Und jeder, der Kälber tränkt, weiß genau, wie viel Milch das Kalb bekommt, sodass einfach für die Kälber noch mehr Routine einkehrt. Außerdem hat unser Taxi einen sogenannten Pasteur. Das heißt, dass die Milch, bevor sie vertränkt wird, pasteurisiert wird. Also auf 60 Grad erhitzt. Und dadurch werden eventuelle Keime und Bakterien abgetötet. Und wir haben den Vorteil, dass das Taxi automatisch die richtige Tränketemperatur erreicht. Vorher haben wir die Milch mit einem Heizstab manuell aufgeheizt. Und da musste man immer genau aufpassen und es hat sehr lange gedauert. Und durch das Milchtaxi ist es jetzt einfach automatisiert und geht auch schneller. Hier kann man das jetzt sehr gut sehen. Wir kommen jetzt zu einem Kalb, was älter ist. Das bekommt jetzt mehr Milch. Also gehe ich hier einfach von 3 Liter auf 4 Liter. Also dieses Kalb ist jetzt eine Woche alt. Das ist übrigens der Zwilling zu dem Kälbchen daneben. Deswegen sind die ein bisschen kleiner. Wir sind derzeit auch am Überlegen, unser Tränkesystem nochmal umzustellen, nämlich auf die Adlibitum-Tränke. Das würde aber den Rahmen des Videos sprengen und das würde ich euch dann gerne beim nächsten Mal erzählen. Und das Beste an dem Gerät ist, es hat sogar ein Gaspedal. So, während unsere Kälber jetzt ihre Milch genießen, fahren wir zurück und bereiten das Taxi für die nächste Mahlzeit vor. So, ich habe das Taxi jetzt sauber gemacht und befülle es jetzt wieder für morgen. Während ich die Kälber tränke, rechne ich mit, wie viel Milch ich für den nächsten Tag brauche, sodass ich auch wirklich nicht mehr Milch benutze, als wir brauchen und ich möglichst wenig Abfall habe. Und das Milchtaxi fängt dann heute Nacht schon alleine an, weil das Pasteurisieren einiges an Zeit braucht. Und es ist so programmiert, dass es dann morgen früh um 6.30 Uhr fertig ist und wir dann die Kälber tränken können. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, ciao.